Geht nur so. Bist du? Wie blöd. Das Aus wie ein passt doch. Raumschiff. Ich stelle mir uns noch Ja. einen Sessel drin. Hey, denke mal nicht. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Schöner Morgen, wir sind fast im März. Oh, wir sind schon im März. Na, guck mal einer an. Subo hat mir gerade noch erzählt, wir sind im Februar, aber es muss sich schlagartig über Nacht geändert haben. Das stimmt. Guten Tag. Wir waren schon ganz fleißig. Wir haben ganz dolle Ja. getaucht. Das Der stimmt. See ist seit, ich glaube, na, seit ungefähr, was spielen wir jetzt? Eine Stunde oder was? Eine Stunde haben wir offscreen gefarmt, ist der See aufgetaut gewesen und wir waren ein bisschen nach Sandstein tauchen. Wir hatten insgesamt 72, jetzt sind wir schon bei 62, also so lange spielen wir theoretisch ohne euch. Und wir haben ein bisschen Glassachen vorgebaut. Guck gerade mal. Also wir haben jetzt diese zwei halben Glaswände, die wir oben noch einfügen wollen. Die Tür und ich bin jetzt gerade noch dabei, die drei Dächer, die uns noch für den linken Erker fehlen, nachzubauen. Zack. Dazu fehlt mir diese eine Glasplatte. Na toll. Was nun? Jetzt müssen wir wieder runterlatschen zum Wasser holen. Ach so, ja, stimmt. Schnee ist weg. Wir müssen wieder richtig Wasser holen. Oh, ich habe auch noch mal einen halben Tag geangelt. Und dass wir uns noch mal ein paar Medikits herstellen können. Oder habe ich schon hergestellt. Vier Stück. Für den nächsten Ausflug. Nächste Mal, wenn wir Banditen überfallen, machen wir nochmal die große Base. Glaube ich. Da bauen wir uns nochmal ein paar Sachen und Ja, die. da müssen wir drauf hinarbeiten und Ja. vielleicht langsam auf diese Tauchsachen. Ja, das machen wir auch noch. Also auf jeden Fall in diesem. Ja. Nee, ich hab schon wieder Ist völlig. auch nicht, wie es jetzt da ist. Also, ich weiß, wo die Höhle früher war. Mal gucken, ob die da immer noch ist. Und ob die immer noch so ist wie früher, weil da soll sich ja viel verändert haben. Aber wenn wir darauf eine Mütze kriegen, dann ist erstmal Ruhe. Ich war da noch nie und ich reiß mich da auch nicht drum. Ich drück mich schon die ganze Zeit. So ein bisschen. Hört sich voll schön an der Höhle. Ja, das ist ja schön, Oh, dass da es sich gibt's schön anhört. Fledermäuse. Die beißen auch. Ein Bist du bisschen falsch rum? unvergoften. Ich glaube, das ist Kannst ja falsch immer rum. wieder versetzen. Ja. Ja, war ja nicht so erfolgreich. Was? Naja, das, die zwei schnellen Überfälle auf die Banditenbase. Nee, das stimmt. Oh, Level 2 Huhn rennt hier draußen rum. Aber warum geht denn das Versetzen nicht so, wie ich es will? Es sind die Fingers. Die Fingers. Nee, Die sind sind nicht. immer in die Weg. Weil ich kann diese komische Tür ja nirgendwo abstellen. Also diese halbe. Wisst ihr? Wisst ihr, was ich Doch, meine? die kannst du überall dahin stellen, wo Nee, kann ich eine nicht. Foundation-Verbindung ist. Oh, jetzt geht's. Wo hat er die denn eben? Hallo? Hallo? Hallo. So. Jetzt kann ich sie nochmal nehmen. Alter, ich hab sie doch schon jetzt dreimal gedreht. Die passt aber nie so hin, wie ich sie gerne möchte. Drehen. So, jetzt zeigst du einmal andersrum. Jetzt müsste. Nee, das ist aber auch nicht schön. In beide Richtungen, also. Obwohl, das ist vielleicht dieses mittlere Teil. Links passt sie, dann muss ich das Ding noch drehen. Dreht das mal. Jetzt müsste das ja eigentlich trotzdem hier irgendwie hinpassen. So. Oh, schön. So, jetzt mache ich diese letzte Tür. Also muss ich die einmal drehen. Eins, zwei. So, jetzt müsstest du ja. Ernst? Oh, ich hasse dich.
Ist die Tür. Ist die Wand. Nee, das sind aber die anderen Sachen, die ich falsch gestellt habe. So, jetzt trägt dich. Du hast hier eben schon ganz schön gepasst. Los, mach. Mach genauso wie eben. So. Jetzt passt die Seite hier. Ah, ist mehr. Das, was ich gebaut habe, ist schön. Der Erker ist nicht mehr so schön. So, jetzt muss ich mal gucken, wie die Tür rumpasst. So. Jetzt geht's denn da innen und will ich das? Eine Haustür geht immer nach innen, oder? Also nicht so, also eine Wohnungseingangstür. Geht unsere nach innen? Geht immer nach innen auf. Ja. Ja, sonst würde man immer im Treppenhaus stehen. Ja, aber der Erker passt nicht mehr ran. Also, alle, obwohl, doch. Ach, ist mir ja. Sieht schön aus. Und hier? Soll ich hier ein bisschen zur Hand gehen? Ja, kannst du aber nicht meins umstellen, sondern deins. Weil meine Glasfront ist schön. Meins? Die passt zusammen, aber die passt nicht an den Erker. Das passt jetzt alles hier ran, guck. Schön. Aber die Ecken vom Erker sind nicht mehr so hübsch. Oder muss das so aussehen, so komisch? Stell dich mal hier. Mal dies. Aber wenn du jetzt meine Wand rausmachst, musst du die komplette Front ändern. Also mach lieber die Ecke von dem Erker anders. Geht nicht. Aber das geht auch nicht. Na, dann bleibt jetzt so. Na, ist doch schick. Finde ich nicht. Mich stören also, die Ecken. Ja, aber das ist wahrscheinlich... Also, das ist ja auch die günstige Variante. Das wird wahrscheinlich auch Made in Poland sein. Ach so, okay. Selbstzusammenbauhaus. Teile. Die machen so von der Optik her schön, aber mit Maßen. Ja, das muss so. Meinst du? Das ist so. Nee, mach es mal schön, aber mach es anders. Ja, ich weiß nicht. Hast du mal versucht, ob man das drehen kann? Ja, also meine habe ich gedreht. Jetzt stehen sie richtig. Als ich sie andersrum gestellt hatte am Anfang, kannst du dir denn in dem Video angucken, bei der ersten Runde waren sie andersrum und es sah scheiße aus. Da hat das alles nicht zusammengepasst. Jetzt habe ich sie richtig rumgedreht, jetzt ist die schöne Front gerade, aber jetzt passen die Erkerteile nicht. Guckst du? Was hast du denn jetzt gemacht? War der in Germany? Nee. Jetzt passt das aber hier nicht. Ja, und das hatte ich eben andersrum alles. Dann passt das aber auf der linken Seite nicht. Nee? Nee. Das hatte ich eben auch, das Problem. Ich setze jetzt hier ein Dach hin. Muss das so rumstehen? Bleibt die Tür hier auch stehen eigentlich? Das weiß ich nicht, halt nicht probiert. Oder geht die kaputt? Wäre eine teure Tür. Stehen geblieben. Na, siehst du. Oh. Jetzt regnet es. Endlich regnet es mal. Schon lange nicht mehr geregnet. Nee, dafür hat es geschneit. Das hat aber auch gereicht. Das Problem ist jetzt aber, naja, gut, wenn es jetzt passt, ist okay, aber es passt auf der anderen Seite wieder mit dem Geländer nicht. Ihr sagt hat, nicht hören kann? Doch, passt. Ja, glaube ich zumindest. Okay, hoffentlich. Das wird passt. Okay, hier ist auch noch keine Ränder dran. Ja. Doch, sieht ganz gut aus. Jetzt steht die Ränder ein bisschen überarbeitet ist. Da. Und setz dich doch dahin. Setz dich doch dahin. Oh, ich hab das Dach irgendwie anders gebaut als du. Ah ne, uns fehlt vorne noch die vierte. Das ist es. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Oh, sieht schon schön aus, oder? Ich mag es.
Ja, den könnte man. Jetzt Ja, ich musst du weiß nicht, aber ob nur man hier noch macht, ob alles. man hier Wieso nur. nicht? Ja, das Blöde ist jetzt, wenn du hier was drauf machst, also hier kannst du. Hier vorne können wir noch eins aufbauen, wie hier vorne auch. Guck, hier geht's ja hoch. Aber warte. Wenn man das jetzt offen lassen. Ach so, meinst du denn flache dran? 90 Grad? Das sind keine 90 Grad, wa? Ich weiß nicht. Aber dann hat man ja die Schräge verkehrt rum. Stimmt. Also wenn man hier das Dicke Ja, machen gewiss. würde und hier spitz auslaufen würde, das sieht nicht schön aus, oder? Glaube Oder man baut es von hier nach da und dann sieht es da nicht schön aus. Ihr seht nicht. Wo es besser ist, nicht schön auszusehen. ich weiß es auch nicht. Was machen wir denn? Na, bau mal so ein Ding, so ein Ich kann ja Dreieck, so nicht ein mehr. Ich Spiel. habe kein Glas mehr. Da hast du bestimmt schon mal durchgelaufen. Wird halt alles Oder du verwendet. zerstörst das hier, dann kriegst du die Hälfte wieder. Ich will das nicht Das zerstören. eine Dreieck hier oben. Drunten. Ich geh mal runter gucken, wir können ja noch nicht 17 Dinger, 70 Dinger verbraten haben. Nee, aber das, was wir schon hatten, die 40 oder so, hatte ich schon alle verschwendet. Für Naja, Glasfront. verschwendet ist er nicht. Da haben wir hier drin 12, wie viel brauchen wir denn? 7 plus. Also jeden Teil kriegst du vielleicht noch Okay, hin und 3. dann müssten wir ja auch Eisen einschmelzen, haben wir auch nicht mehr. 3. Immer nach den Hühnchen gucken. Die sehen hübsch aus. Okay, zieh erstmal meinen Wollpullover aus. Wieso ist die Und schon wieder wieder zu meinen. warm? Und mein, nee, aber den Ticken wieder an, der hat ja ein bisschen mehr Schutz. Der hat 1 Schutz und 3 Wärme und Aber der der kaputtere hat ist 6 deiner, ne? Schutz. So, ich habe Ja. jetzt den Heilen Nee, angezogen. den Heilen habe ich repariert und drin gepackt, mein. Deiner war kaputt. Aber du kannst trotzdem meinen anziehen, dann muss ich den anderen reparieren. Aber den hatte ich kurz, Nee, als ich ihn ausgezogen habe, repariert. brauchst du nicht reparieren, nicht unbedingt. Na klar, ist ja deiner. Stinkende Teil. I help you gleich. So, Dünger weggeschmissen. Ich muss was essen. Wie sieht's denn hier mal aus mit so einem leckeren Fischgericht Soll ich eigentlich? dir was kochen? Achso, nee, wir brauchen jetzt gerade Masse und Strom, Eine ne? Lachspastete kann ich machen. Aber dazu muss ich erst Kartoffelbrei machen. Das können wir noch nicht. Dazu muss man kochen. Nee, gibt kein Fischgericht. Dann müssen wir Gibt uns kein erst noch den Fischgericht? Topf machen. Was kostet der eigentlich? Viel. Der Topf? Zu viel. Kochtopf. 7 Kleber. Ja, die Eisenbahn, die können wir jetzt nicht verschwenden, weil wir wollen ja bauen. Ja, als nächstes dann irgendwann auch mal den Topf. Hier, warte mal, wie viele Eisenplatten habe ich jetzt gemacht? 3, wa? Glas. Wie viel brauchen wir für so ein Ding? 7. Glasplatten. Oh, wirklich? Vielleicht auch nur 4, kommt drauf an. Nee, nee, 7. Oder ein glattes, aber ein glattes sieht genauso doof aus, wa? Hier wachsen Veilchen. Schön. Im Haus. Wächst durch, wa? Wie viel brauchen wir für den? Hier so eine Prömpeldinger. Schmilz! Schmilz schnell! Man könnte annehmen, neue Kammer. Effizienz haben wir schon. Ach. 4. Okay. Wollen wir noch 3? Ja. Das dauert alles. Ich will nicht tauchen zu der Höhle. Müssen wir aber, wir brauchen Kristalle. Aber nein. Dann tauche ich alleine.
Na, was sieht ja denn keiner? Dann musst du filmen, wie Stimmt. du tauchst. Klingt das schön. Oh, Munikiste. Aber tauchen will ich nicht. Ist nicht meins. Ich mag es nicht. Scheiß Taucherei. Ich sterb eh. Nee, du stirbst nicht. Da unten musst du ganz normal schießen, wie hier oben auch. Ja, aber unter Wasser schießt sich das anders. Nee, das ist nicht unter Wasser. Du kommst raus in der Höhle. Da ist ja nichts zu kämpfen. Und in der Höhle sind erst Mütze. Ich glaube, ich will das nicht machen. Glaub doch. Ich glaube, das wird nicht schön. Schreibt in die Kommis. Doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Eier. Ja. Da kann man Eier nicht in Glas umwandeln. Können wir die nicht einschmelzen? Schmilzt aber. Oh, eins erst. Eins erst durch den Hof. In Ei? Hm. Egal. Oh nein! Oh, was? Die Bären sind schon wieder da, haben ausgeschlafen. Ja, ich mache mich jetzt noch ein bisschen. Nützlich. Ich mampfe noch ein bisschen. Und trink noch ein bisschen. Ist nicht mehr zum Mampfen da. Wie kocht ihr was? Und dann machen wir eben noch mal eine kleine Runde ums Haus. Eine Runde um Block. Ja. Bin ich schon. Ja, ich hab keinen Dietrich mehr. Gewitter. So. Brauch nämlich ein bisschen. Ich will die Kisten nicht mehr. Fleischer. Welche Kisten denn? Die Baukisten mit Nägel. Ich will keine Nägel mehr. Wir haben genug Nägel. Ich will Muni finden. Haben wir? Wir haben 1000 Nägel. Ja, 1200. Stimmt. Die nerven mich, die Kisten. Stimmt. Oh, wie viel sind denn durchgelaufen? 3. Oh, kann ich schon wieder eine Platte machen? Oh, oh, oh. Aha. Das ist ja Turbo hier heute. Dann haben wir schon 5. Okay. Essen und Essen und Trinken. Kiste. Wo lang bist du gegangen? Na da. Ach, hier da. So. Bist du? Nee, nicht so richtig. Aber ich hab keinen Dietrich. Und wir haben kein Holz und keine Fasern und überhaupt und alles. Und, Doch, Holz haben wir. Aber nicht über so 200. Viel. So viel du hast nicht, hä? Aber Fasern haben wir nicht so viel. Ah, ich hab meine Axt sprechen lassen. Ich hab 3 Fasern. Ich hab auch schon 3. Bin aber erst 20 Meter von zu Hause weg. Ich gehe Richtung Mammut bauen und Richtung Erzfelsen. Falsche Richtung. Ah, Pech. Mammutbäume geben immer ein bisschen mehr und außerdem hatte ich gar ein bisschen geangelt. Daher brauche ich auch wieder ein paar Maden. Wir haben zwar noch eine Handvoll. Madilein. Oh, Kiste. So, eine Dietrich-Kiste hatten wir. Aber da war nicht so viel drin. Möchen. Doch, kennt Lars. Nee, das stimmt. Ja, wir müssen Banditen überfallen. Die haben immer Glas und Sandstein. Die sammeln uns das immer ja, von der Nase weg. Wir brauchen einen Augenblick jetzt mal, um durchzuschnaufen. Ja, nur die. Wir müssen eine andere Base überfallen. Ja, die Kleine wieder? Ist ja irgendwie. Aber da ist bloß eh eine Kiste drin. Na, bei der anderen ist auch eine drin, die nicht mehr, die noch nicht so ja, schnell. Ja, aber für eine Kiste und dann die ganze Muni, um 5 oder 6 Leute wegzupusten. Ist ja, die haben ja auch nochmal Rucksäcke auf. Schon wieder mördern? Nee. Nee, heute nicht, morgen vielleicht. Naja, wenn wir zurück sind jetzt von der kleinen Runde, dann können wir das bestimmt noch hinbauen. Mhm. 5 sind, 2 brauchen wir noch. Das sollte passen. Also brauchen wir nochmal 8. Ach so, und Eisendinger auch noch, ja, oder? Ja, müssen wir auch noch verschmelzen. Ja, jetzt wäre so eine Dietrich-Kiste schon genial. Warst du ein Dietrich? Nee. Nee, kein mehr. Schade, dann brauche ich auch nicht danach gucken. Nee, also du kannst danach gucken. Kannst ja deine Augen nicht. Aber bringt ja nicht, dann ärgern wir uns ja nur. Na, dann baue ich ihn. Wenn du sie findest.
Ganz fleißig. Bisschen was ausladen. Jetzt müsste wohl ja ein bisschen mehr Loot in den Kisten sein. Ja, eigentlich sein, schon, oder? Ne? Aber es fühlt sich nicht so an. Mhm. Ah, es gibt wieder Heidelbeerchen. Ja. Schön. Ich hab noch meine ganzen Hagebuttenen. Ja, ich hab davon nicht so viel. Aber Kisten sind hier viele. Wahnsinn. Zwei Munikisten nebeneinander. Das Spiel will uns was sagen. Was denn? Ihr sollt kämpfen. Töte. Hier ist ein Wolf. Töte. Der nervt. Muss erstmal wegrennen. Siehst du, die sagen auch, das Spiel sagt dir auch, du musst mit mir töten gehen. Nee, war nur deine Muni drin. Ich siehste? Komm nur mitzugucken. Naja. Hier ist noch ein bisschen Farbe. Das brauchen wir ja nicht mehr. Schon wieder ein Wolf. Warum sind denn hier so viele Wölfe? Nirgendwo kannst du mal entspannt looten. Die freuen sich, dass ihre Bärchen wieder da sind. Ihre Bärenbrüder. Bärenbrüder. Ah, es sind viele Wölfe. Das ist ein Elch. Na denn? Ich glaube, mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Nee? Nein, ich glaube nicht. Ja. Kiste oder einfach nur dunkler Fleck? Dunkler Fleck. Toll. So, was haben wir hier? Hm, sieht immer so aus, als ob da irgendwo eine Kiste steht. Ah. Es war meist nur so eine komische braune Pflanze. Aufgabe. Ja. Oh, Bär, Wolf, Bär, Wolf, Wolf, hm. Bär. Und wenn kein Bär und Wolf da ist, dann ist ein Bär da. Ein Wolf im Bärenpelz. Passt. Hier ist nix. Da, Faser. Ein Bär. Oh, wie Hex vermisst, dass die Bären uns angrölen. Nicht. Nee, wa? Die stellen sich immer so schön hin. Mhm. Aber nur so eine ollen Baukisten, ich will die nicht. Ich hab Munitionskisten, 3 Stück. Oh, oh, oh. Warte. Hast du schon wieder Banditen? Ja, ein bisschen zu dicht gewesen. Hm. Oh, gierig. Kommt er? Weiß ich nicht. Nein, ich glaub nicht. Puh. Laut hier. Hier ist nix. Nee, hier ist auch nicht so viel. Aber ein bisschen Muni bringe ich mit. Das ist nicht so schlecht. Ich hab dir ja schon alles vollgepackt. Alles in den voll Kisten. Ja, wir können schön töten gehen. Oh. Bär, Wolf, Elch, Mo. Elch nehmen wir. Nee, gerade nicht. Ja, wo kriegen wir denn jetzt Baumwolle her? Höchstens aus den Dietrichkisten, ne? Wir haben noch ein bisschen Baumwolle, reicht doch. Hinter dir läuft was. Hm, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen auch wieder Viecher. Wie Viecher? Na, für unsere Stelle. Ja. Oh, tot. Häschen können wir schlachten, 10 töten. Ja, dann war bald gar nicht mehr da. Nein. Hat uns. Oh doch, hier ist ein Hühnchen. Schnell, 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 schnell. Immer
Lassen wir mal alleine, das muss an Quarantäne. Mhm. Ich geh mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was, bevor es dunkel wird. Munikiste. Vielleicht rennt er hier noch ein Häschen oder ein Hähnchen umher. Aber ich glaube, das ist im Dunkeln echt schwer. Ist er nicht dunkel? Bist du? Ja, also fast. Oh, und so. Tomatensamen. Dann haben wir jetzt 10 Stück, dann nehme ich das mal raus. Und lass noch mal ein paar von denen. Wie viel brauchen wir für die Eisenbahn? Das weiß ich nicht. Ja, wie viel braucht man noch? 2. 1, 2. Und soll ich mal, keine Ahnung, 100 Nägel oder so in den Matte-Dings da hinschmeißen? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Vielleicht brauchen wir, 1200 Nägel? Vielleicht gibt es bald eine Nagelpistole. Eher nicht. Vielleicht. Oh, es gibt nicht viel. Aber egal. Bisschen Masse. Die schönen Nägel. So, jetzt haben wir 7 so eine Dinger. Jetzt brauchen wir noch so eine Eisenbahn. 10 Eisen! Oh je. Da beißt wer wen? Mich nicht. Eine Eisenbahn, wa? Oder? Moment. Wir wollten ja so ein Schräget machen, wa? So ein Schräget. Ja, ich weiß auch nicht, was besser aussieht. Ich weiß auch nicht, wir bauen das erstmal. Und testen, wir müssen das gucken, wie das aussieht. 2 davon und 2 Kleber. Okay. Davon. Ah, Kleber haben wir zum Glück eine Menge. Eisenbahn und 7 so eine Dinge. Haben wir? Boah, wo ist noch eine Eisenbahn? Oh, schmilzt schneller. Da brauchen wir jetzt noch fertig. Egal. Ja, machen wir noch. 5, 7, brauche noch 3 Eisen und dann kann ich so eine Eisenbahn machen. So. Ja, wieder ein bisschen was kochen, wa? Also hier. So Fischi oder so. Ja, ich mach mal. Ich hab hier auch mal 3 reingepackt. 3 Fischis. Go, 3 Fischi. Sieht aus wie Lachsfilet. Ist das doch Lachsfilet? Ja. Ja. Hm. Ja, schön. Oh, wir müssen mehr einschmelzen. Obwohl, das Ding läuft ja bei uns endlich rund um die Uhr. Müssen wir noch so ein Ding bauen? Naja, wir haben bloß nicht genug Eisen. Weil wir das immer verbraten für die Dietrich-Dinger. Vielleicht müssen wir da mal eine Weile drauf verzichten. Nee, wir brauchen die. Da sind Baumwoll und Glas und Sandstein manchmal drin. Das brauchen wir. Naja, kriegen wir noch minus 7,5 Grad bestimmt nicht, wa? Nee. Das haben wir jetzt 0, minus 6. Oh. Minus 6. Das geht noch. Oh, der Fisch ist schnell fertig. 8. Komm schon. So. 2 so eine Metalldinger. Ey. Aber wir bräuchten so eine zweite Röhre. Ja, genau. Wie Röhre? Ach so. Neue Kammer. Da brauchen wir 25 Eisen. Du Scheiße. Kupfer. Da müssen wir erstmal auf Dietrich-Kisten verzichten. Nein, die liebe sie. Ah ja, aber dann können wir doppelt einschmelzen. Kannst du eine Seite Sandstein tickern lassen und in der anderen Seite eben Kupfer oder Eisen. Naja, ist ja gleich durch. Und koch mal ein bisschen vor. Ja, ist schön, dass der Kühlschrank voll ist, aber wenn du dann immer erst noch kochen musst, ist auch doof, ne? Deshalb. So, 10. Ich brauche jetzt diesen scheiß Barren. Barren herstellen. Und dann glotzen wir mal. Wie das aussieht. Bin ich spannend. 30 Zahnräder haben wir schon wieder.
Ja, das waren jetzt immer in den Kisten und bei den Banditen Zahnräder dabei. Ja, die brauchen wir auch für diese Sprengsätze, ne? Oder? Ja. So. Ach so, jetzt muss ich noch das Schrägdach bauen. Okay, baut. Da haben wir hier einen Strom. Passt. Brutzel gerade durch, Bist du immer. schon bei 96, du Cheater? Was hast du gesagt, du Bitch? Du Cheater, du Achso. Bitch. Bitch. Ja, warum nicht? Ich bin stark und ich sterbe ja nie. Dach schräg, hat er. Oh, ist ein bisschen düster. Ich komm gleich, warte noch. Wir müssen kurz das Hähnchen. Ah, Häschen. Häschen kurz noch. So. Ist schön. Licht. Hier brauchen wir noch Licht. Na. Ah, dann. Wir brauchen kein Licht. Wir brauchen nur das Licht. Mach's doch Setz doch da hier. irgendwo ran, du Depp. Hier, über die Tür nach innen. Dass die ganze Fläche ausgeleuchtet ist. Ich wollte ja nur hier, dass wir sehen, wie es aussieht. Das reicht. Hier ist schön. So nicht so hässlich, wenn wir jetzt überall sind. Nee, aber ist teuer. Na. 6. So, wie dreht man das hier? Mit Nam. Nam 4. Also ich glaube, so würde das ist auch Kacke, guck. Nee, das wollen wir auf Geht keinen nicht. Fall. Gar, auf gar keinen Fall. Das passt ja nicht. Nee. Nee, dann lieber ein flaches. Oder irgendwie, aber das ist ja richtig hässlich. Also, wir kennen. Aber. Dann machen wir hier wieder drunter an. Wir gucken mal, wie das an dem Runden aussieht, wa? Da ist eben eine Lücke, wa? Hier zickt er richtig rum. Ah, Hier ist hier finden wir irgendwo ein eine Lücke Lötschüsselchen. drin. Es gibt nicht so ein halbrund Einlege-Dachding. Na, oder wir lassen es Weil. einfach. Ich weiß nicht, wir machen flache Tuff. Ohne so. Also, das hier ist richtig hässlich. Ne. Nee, wa? Ne. Sieht komisch aus. Ja, Also passt ist in. ja, also hier Gar kommt ja nicht. vielleicht noch was ran hier oben. Trotzdem, So, aber das hier das ist ein sieht echt. Wintergarten und das passt hier überhaupt nicht. Denn lieber flach. Oder wir machen diese runden Dächer komplett hier rüber, überall. Geht nicht. Nee, wa? Aber das ist ja seh, dann machen wir lieber flach. Das sieht aus wie so ein aufgestelltes Ding auf dem Zerstört? Campingwagen. Zerstört? Nee, zerstört nicht. Brauchen wir vielleicht nochmal. Nicht mit Glas zerstören. Irgendwo, vielleicht hier hinten, brauchen wir es nochmal. Hier vielleicht. Hier rüber. Über den Ausguck. Ja, wo? Hier? Da. Vielleicht? Wenn wir das noch zumachen und nur so ein Dach drüber? Weiß nicht, ob der da rangeht. Glaub nicht. Ja, fehlt noch was. Da fehlt ein Balken oder irgendwie was. Dahin. Ist das richtig so? Glaubt, das snappt nicht. Nee. Ich weiß nicht, was hier fährt, hat fährt. Geht nur so. Bist du? Wie blöd. Das Sieht aus wie passt ein aber. Raumschiff. Ich stelle mir so Ja. einen Sessel drin her und denke mal nicht. Aber es ist irgendwie ganz cool. Fehlt nur noch hier eine Wand. Dann haben wir hier so ein Ding. Müssen wir aber auf die Seite auch noch eins bauen.
Genau gegenüber, dann ist das nicht ganz so hässlich. Sieht aus wie. Nee, das ist hässlich. Aber nicht so hässlich Muss wie mal das gucken, wie es andere. von unten aussieht. Sieht aus wie so eine Glaskanzel von so einem alten Ami-Bomber. Nein, das ist nicht so Da. hässlich. Oh, Ist Kiste, richtig. genau an unserer Treppe. Jetzt. Das ist nicht Digga. hässlich. Sieht aus wie Lego. In durchsichtig. Mann, das ist ein futuristisches Gebäude. Die Erker sehen geil Ja, aber aus. da können wir nichts machen. Du kannst nirgendwo was machen. Ist einfach nur da. Geil. Die Erker sehen so ein bisschen aus wie eine Salatschleuder. Das stimmt. Von hier so. Aber Vielleicht bloß geil. noch oben so ein. Naja, gut. Da müssen wir uns aber was einfallen Okay. lassen, dass das irgendwie wird. Aber das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Von daher, ja, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Haut darin. Ciao.